Mein Name ist Karin Hanak. Ich bin Konzeptkünstlerin. Zentrale Themen meiner Arbeit sind Vergänglichkeit, Zeit, Ewigkeit und die Liebe. Aber auch Gewalt und Krieg sowie die Sorge um die Zukunft unserer Welt. ...1990 entdeckte ich im Zuge einer Auseinandersetzung mit Leid, Vergänglichkeit, Zeit und Ewigkeit die Bedeutung des Kopfhaars als künstlerisches Material. Ist denn nicht jedes Haar, das wir verlieren, ein Stückchen Zeit unseres Lebens, das unwiederbringlich vorbei ist? Mit diesem Spruch beschriftete ich eine 80 Meter lange Plakatwand in Wales. Dem folgte 1994 eine 10 Meter Plakatwand vor der Votivkirche in Wien, die zu einem internationalen Zeitdokument wurde. In berührender Weise reagierten Passanten darauf mit Zeichnungen und Beschriftungen zu Themen wie Liebe, Ängste, Krieg, persönliche Nöten und Obsessionen. Also ich versuche durch meine Arbeit einen ganz kleinen Beitrag zu machen, und zwar um die Brutalität und Gewalt unserer Zeit ein bisschen zu reduzieren. Reines Weiß vor der Votivkirche, das im Lauf der Zeit von Passanten als Wand für Botschaften benutzt wurde. Die Capillo Collection, hier präsentiert im Künstlerhaus Wien, ist eine Installation von an Porträts erinnernden Glasgefäßen mit Fotos und Kopfhaaren von einfachen und prominenten Personen aus aller Welt. Dieses Kunstwerk umfasst Themen von Unendlichkeit, Endlichkeit, Zeit, Raum, Existenz, Individualität, bis hin zu Liebe und friedlichem Miteinander. Ein interessantes Detail der Capillo Collection sind die Capillografien. Das sind Kompositionen aus Originalhandschriften und einem Teil der jeweils von den Projektteilnehmern gespendeten Haare. Quo vadis? Wohin geht der Weg des Einzelnen, der Gruppe, der globalen Gegebenheiten der Jetztzeit? Achtung Kopfpflaster! Frauenporträts, auf durchsichtige Folie kopiert und auf Pflastersteine affischiert, verlegt in der neuen Fußgängerzone der Welser Innenstadt, sind ein Hinweis auf den sorglosen Umgang mit Frauenrechten, die nur allzu oft übersehen werden, über die auch gern hinweggegangen wird. Alle 5 Sekunden. Das Ende einer Computeranimation in Zeitraffer zeigt das katastrophale Massensterben von Kindern weltweit. Es könnten unsere sein. Musik.
Europalandschaft. Ein Kunstprojekt zur Zukunft Europas, an dem sich alle Länder der Europäischen Union beteiligt haben. Mit Haut und Haar. Makrofotos menschlicher Haut aller Rassen für ein Menschsein jenseits künstlich gesetzter ethnischer Grenzen. Embracing Time and Space. Ein Banner für Liebe und Frieden mit Worten von Thérèse de Lisieux wird in Peking, China, Georgetown, Guyana, Johannesburg, Südafrika und in Linz, Österreich installiert. Verzerrtes Kirchenbild. Ein Zyklus zum Thema Kindesmissbrauch. Embracing Time and Space. Gestaltung eines Waggons des Zugs Frieden bewegt im Wiener Donaupark. Installation anlässlich der Eröffnung einer Gedenkstätte für das Erdbeben von 2010 in Haiti. I had a dream of a wonderful white creature. I have no explanation for such a sublime creature I had never seen before. In rose colors its eyes were reflecting a land of love and peaceful togetherness. Whenever I looked into them, I saw people in each other's arms with a kiss. What a marvelous dream. I wished it would never end. But suddenly, the beautiful eyes turned blank and changed their color into blue. I woke up, thinking about the expression in these blue eyes. I didn't know what I had seen in them. Was it the splendid blue of a summer sky? Perhaps even the view into a wonderful heaven? Or rather, the sadness about such a lot of violence and brutality in our real world. Global Girls for Egyptian Girls, das Gemeinschaftskunstprojekt mit Ilse Hirschmann. Ursprünglich ein Solidaritätszeichen für die Frauen in Ägypten und auch dort ausgestellt, wurde in der Folge zu einem Kunstprojekt für die Rechte der Frauen weltweit, das Menschen vieler Nationen mit einer Haarsträhne, einem Porträtfoto und ihrer Signatur unterstützten. Embracing Time and Space, das Zeiten- und Weltenverbindende Banner für Liebe und Frieden, wird 2019 als Leihgabe vom Mariendom Linz im Kontext zur Biennale Venedig im Palazzo Mora installiert.
das Grau unseres Gewissens. Ein Bild mit Asche einer Zeitung vom 19. November, dem Tag des Novemberpogroms. 80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Kunst zum Pflücken. 70 Meter Installation mit 300 Veilchenfotos. Hoffnung, Liebe und Geduld für alle durch die Corona-Krise verunsicherten und verängstigten Menschen. Ein junger Walfisch, der durch Plastiksackerl im Magen verendet ist, lenkte meine Aufmerksamkeit auf das weltweite Problem Plastikmüll. Und so startete ich eine Serie von Arbeiten zu diesem Thema. Müllrad. Mit dem Müllrad im Zug nach Wien. Eine Welt, die im Plastik erstickt. Die Erdenuhr schlägt. Kapilloglob. Dieses Kunstwerk beschreibt die immense Gefährdung unseres verletzlichen Planeten. Die Hoffnung auf das Unvergängliche, das immer schon da war, ist und sein wird. Eine Vision, die im Innersten sehr real ist.